Ja, liebe Freunde, jetzt seht ihr mich hier zusammen mit einem guten Freund. Schon seit vielen, vielen Jahren, Andreas, kennen wir uns gut. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Andreas Gafke von Melton. Und wir möchten euch eine ganz tolle Sache näher bringen, die auch aus dieser langjährigen Zusammenarbeit entstanden ist. Nämlich aus Anlass unserer laufenden Tournee Musikanten stolz, und da steckt ja auch schon viel drin, was uns beide ausmacht. Wir sind stolz auf das, was wir arbeiten, was wir tun, wofür wir stehen. Deswegen haben wir ein Gewinnspiel für diese Tournee aufgelegt. Habt ihr bestimmt schon sehr häufig gesehen im Facebook oder bei dementsprechenden anderen Veröffentlichungen. Und wir möchten euch heute mit diesem kurzen Gespräch über dieses Gewinnspiel ein bisschen näher bringen, was für uns beide alles da drin steckt. Ja. Lieber Ernst, du hast es ja schon angesprochen, unsere langjährige, positive, freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir, ich sag's mal, gerne auch ausleben. Denn ich sag mal, eine Partnerschaft besteht natürlich nicht aus dem Papier, wo man was draufschreibt, eine Unterschrift gibt, sondern eine Partnerschaft besteht darin, dass man sich Meinungen austauscht, dass man gewisse Dinge zusammenarbeitet, dass man eine Strategie für die Zukunft haben. Und Musikantenstolz, das ist der Stolz als Musiker oder auch der Stolz für uns als Hersteller, das ist eine Partnerschaft, die wir auch in Zukunft natürlich gerne weiterführen wollen. Und da ist das Gewinnspiel ist sicherlich ein Mosaikbaustein, der für uns, ich will mal sagen, nicht nur wichtig ist, sondern der für die Zukunft auch wieder ein Stück unsere Partnerschaft noch weiter festigt. Sehr schönes Stichwort, was du mir gerade eben gibst. Wir sind schon über 20 Jahre zusammen und natürlich auch aus der Zeit von Ernst Musch kennt man die Partnerschaft mit Melton bei den Egerländern. Wir haben vieles gemeinsam entwickelt, aber natürlich in der Vergangenheit, über die kann man reden, da kann man sehr viel daraus lernen, aber es geht um die Zukunft. Und wir sind beide Originale. Melton weiß, du, wir beide als Typen natürlich auch. Aber Melton ist ein Original und stolz auf die Instrumente, die sie seit vielen, vielen Jahren den Musikanten zur Verfügung stellen. So sehe ich das auch selbst als Musiker. Ich bin stolz drauf, als Musiker mit einem guten Instrument meine Musik so gut wie möglich spielen zu können. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Zuhörer jetzt, Zuschauer, die uns beide beobachten hier, wenn wir über das Gewinnspiel reden, selbst stolz sind darauf. Als Musikanten auf ihre Arbeit, wo sie sonst vielleicht im Beruf arbeiten, das ist mir sehr wichtig, dass man mit dieser Zusammenarbeit Partnerschaft, du hast es gerade eben gesagt, verbindet, aber auch wirklich eine selbstbewusste Art, über die Arbeit zu reden. Gerade in Zukunft oder vielleicht auch schon teilweise in der Gegenwart ist es ja so, dass man manchmal das Gefühl hat, solche Dinge sind nichts mehr wert. Für mich bedeutet es sehr, sehr viel, mit einem langjährigen Partner wie Melton gute Instrumente, die jetzt schon einen guten Stand haben, weiterzuentwickeln. Und auch den Musikanten, die uns jetzt zuhören oder die uns dann bei einem Konzert zuhören, dieses auch zu vermitteln, dass es nicht darauf ankommt, kurzfristig ein Instrument zu nehmen und das irgendwie mal so auszuprobieren, sondern dass man mit diesem Instrument eine, ich möchte schon fast sagen, Beziehung eingeht. Wie siehst du das? Ja, selbstverständlich. Jeder Musiker hat zu seinem Instrument eine Beziehung. Deswegen sagt mir auch so schön, die Ehefrau und das Instrument verleiht mir nicht. Okay. Aber Gewinnspiel, wie du es ja angesprochen hast, beim Gewinnspiel braucht man ja natürlich auch einen Preis, das ist schon klar. Und Flügelhorn, das haben wir heute schon auch von Gerhard Mein und von dir gehört, das war eigentlich so das erste Instrument, was die Egerländer gemeinsam mit Melton entwickelt haben. Heute sind die Flügelhörner, die Tuben und Tenorhorn, Bariton sind bei den Egerländern tagtäglich im Einsatz. Aber das Flügelhorn hat für uns noch vielleicht den besonderen Stellenwert, weil es einfach das erste Instrument war, das mit den Egerländern gemeinsam entwickelt worden ist. Ja, unsere Musik wird ja sehr stark mit Flügelhorn in Verbindung gebracht. Alle Musikanten draußen, ich weiß ja, wie die Musikvereine ticken, ich weiß ja, wie die Musikanten, die darin spielen, denken, die Flügelhornisten, das sind natürlich schon
besondere Musikanten ja. in jedem Blasorchester. Und deswegen ist für uns ist selbstverständlich gewesen, mit euch gemeinsam bei diesem Gewinnspiel nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern auch ein tolles ja. Instrument zu stiften. Das finde ich ganz toll, dass ihr das für das Gewinnspiel macht. Und deswegen haben wir auch speziell das Flügelhorn als Preis ausgelobt. Und was wir noch speziell machen werden, wir werden auch die Namen der Flügelhornisten der Egerländer aufgravieren. Das heißt, das ist eigentlich kein Instrument, was es nur von der Stange gibt, sondern das ist ein Unikat. Das heißt, wenn jemand dieses Flügelhorn gewinnt, das ist eigentlich mit keinem anderen Flügelhorn so zu vergleichen, denn mit den Unterschriften der Egerländer, da ist das doch eigentlich eine Sache fürs ganze Leben. Also da stellt sich nicht nur die Frage, letztendlich welcher Musikverein diesen ja. Preis kriegt, sondern der Musikverein, der diesen Preis bei unserer Verlosung zum Abschluss der Musikantenstolz-Tournee am 10. Mai in Friedrichshafen, dieser Musikverein, ja. der diesen Preis gewinnt, der muss einen ganz speziellen Flügelhornspieler oder eine ja. Spielerin haben, die ja. mit diesem Instrument eine, wie ich es gerade eben gesagt habe, besondere Beziehung aufbaut. Weil das ist schon, ich glaube, so ein Instrument hat man nicht jeden Tag in der Hand. Nee, und ich glaube auch, dass es für uns eben wichtig ist, auch über euch die Beziehung wieder zu neuen Musikvereinen, zu neuen Kundengruppen auch zu erschließen. Denn alles in allem sind wir auch Marketingleute, das ist ganz klar. Und das ist einfach das Schöne, dass wir über euch auch aus einer gewissen Anonymität rauskommen, wir uns als Firma, als Persönlichkeiten, als Personen, als Freunde, als Partner mit euch gemeinsam zu entwickeln. Ja, ich glaube, das spürt auch jeder, wenn man uns miteinander und sich unterhalten sieht, zuschaut einfach, ja, dass wir dieses Leben. Wir leben das so schon seit Jahren, dass wir Partner sind, dass wir über die Instrumente diskutieren, dass wir wissen, dass wir auch den Musikanten draußen und dem Markt insgesamt ein wertvolles Gut hinterlassen. Das ist es mir als Künstler auch sehr, sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern, dass man weiß, das ist nicht nur ein Flügelhorn, nein. das ist für mich ein ganz wertvolles Instrument. Und zwar ideell und materiell und für unser Gewinnspiel genau das Richtige. Ich hoffe, dass noch viele Musikanten, viele Musikvereine sich davon animieren lassen, nicht nur beim Gewinnspiel mitzumachen, sondern vor allem auch, glaube ich, darum geht es mir auch persönlich, die Idee mitzunehmen, die mir ja wirklich mir persönlich sehr stark am Herzen liegt, was mit diesem Gewinnspiel insgesamt zusammenhängt.